Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatiker 2 Expert Skyblock. In der letzten Folge haben wir ja das Glas für die Maschine hier automatisiert und ich denke mal, das wird auch ganz gut funktionieren. Wir müssen halt hier darauf achten, dass immer wieder mal ein bisschen das drin ist, aber sonst sieht es eigentlich, wenn ich mir das so anschaue, relativ gut aus. So, heute möchte ich dann das Gegenstück automatisieren und zwar für diese Sachen hier. Also Lapis, Apatite, Zertusquarz und so weiter. Und dafür bauen wir erstmal die Maschine hier ab, beziehungsweise packen das Zeug hier alles dahin. So. Denn das können wir gleich von Anfang an richtig machen. So, so und so. Gut. Also wir haben den Rock Crusher. Dann brauchen wir ja, ein paar Kisten sind immer gut. Drawer. Drawer Key später auch, genau. Basic Drawer. Ja, machen wir es so. Kisten. Okay. Oh, wow. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 12. Also mehr als 16 verschiedene Ressourcen werden da schon nicht rauskommen. Können wir uns so einen Controller auch noch schnell machen? Konstantan. Das war Kupfer und Nickel. Kupfer. Und Nickel. Oh, davon haben wir jetzt nicht mehr so viel. Und dann ab in den Alloy Furnace. So, Konstantan. Dann machen wir da ein paar Plättchen draus. Und dann haben wir das auch. Oh, wir hätten die Ingots gebraucht, keine Platten. Das war nicht so klug. Chatpack ist voll. Das ist angenehm. Das kommt hier wieder rein. Wir können das ja erstmal wieder anschalten. Ist das wirklich das Ding, das hier so laut ist? Das ist ja fürchterlich. Genau da wollte ich rein. Konstantan, 32 Stück, das ist ganz gut. So, dann hier nochmal Engineering Bricks, brauchen wir sicher eh noch mehr von. Und dann Controller. Wo ist es denn? Wo ist er denn? Draw Controller da. Und ist genau. Skystone fehlt noch. Und das war, wie ging das nochmal? Lava mit Skystone Dust. Skystone, da haben wir nicht, okay. Dann mussten wir den anderen Weg benutzen. Und der andere Weg war 4 Alchemical Coal und ein Obsidian. Alchemical Coal. Brauchen wir also 8 Stück. Und Obsidian. Haben wir nicht mehr. Aber wir haben Buckets. Ich habe hier einen. Da kommen ja 2 mit. So, den hier erstmal leer machen. Dann kurz ein bisschen Lava holen. 1, 2. Und zack, zack. 2 Obsidian. Dann hier hin, das rein, Knöpfchen drücken und da ist der Skystone. Der muss jetzt noch geschmolzen werden. Dafür haben wir hier vorne unseren Ofen. So, Skystone Block. Das funktioniert doch soweit schon mal ganz gut. Wie viel Latex ist hier drin? 54, das nehmen wir auch mit.
So. Dann haben wir das. Und dann Controller. Der war hier unten. Draw Controller. Zack. Auch da. Das hier brauchen wir nicht. Wir brauchen dafür Item oder wir brauchen dafür generell Conduits. Und zwar Energy Conduits und Item Conduits. Energy Conduits brauchen wir noch ein paar mehr, denke ich mal. Ja, so ein Stack ist ganz gut. Dann brauchen wir noch Iron. Und Enderpearls. So, erstmal eine ordentliche Portion hier machen. Und dann sollen die bitte ein paar Pulsating Iron Ingots machen. So drei Stück ist ganz gut. Dann machen wir die zu Nuggets. Und Binder. So, ein Stack davon. So, dann brauchen wir den Rock Crusher. Oder Crusher. Hier, den da. Was haben wir dafür? Okay, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das Ding. Und dann den Diamond Rock Grinder. Und dann. Boah, reicht der Stahl gerade so für aus. Krass. Okay. Soweit, so gut. Dann. Den Crusher haben wir. Add Sky. Sky Resources. Nee, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Was wir aber auch noch brauchen, ist diese Anlage hier. So. Das Gerät hier. Und ich würde sagen, das hier lassen wir erstmal da. Und die Öfen. So, Cobblestone kommt hier rein. Zack, weg damit. Weg damit, weg damit. Weg. Jawohl, das behalten wir mal, das behalten wir mal. Dann die Öfen behalten wir mal. Okay, der Rest kann hier gerne erstmal despawnen. Au, 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 au. Gut. Dann kommen wir mal zu dieser Ecke unserer Insel. Und zwar hier möchte ich gerne die Ore oder generell die Ressourcenfabrikation hinbauen. Und dann fangen wir doch gleich mal damit an, dass wir unseren Cobblestone-Generator da vorne irgendwo liegen haben und der despawnt gleich. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wo ist der Cobblestone-Generator? Ist der hier in irgendeinem Hopper vielleicht? Da ist er. Okay. Puh. Das teure Teil. Gut. Also, am besten fangen wir mal an mit der Ressourcenwand, die quasi unser Speicher ist. Da kommt eine Wand hin, nein, Luft und da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dreizehn. 14, 15. Ja, so in die Richtung, glaube ich, ist das ganz okay. Also hier kommt der Controller hin. Und dann kommt hier noch ein Drawer. So. Und dann würde ich zum Beispiel an einen einfach mal den Cobble Generator dran setzen. Dann haben wir hier schon mal unser Cobblestone. Dann sollte ich hier oben vielleicht der Cleanstone rein?
Und hier können wir dann, wie machen wir das am besten? Ja, am sinnigsten ist es, glaube ich, tatsächlich, wenn man hier irgendwie die Fabrik hinbaut. Also sagen wir mal, wir machen 1, 2, wobei direkt die Öfen, 1, 2, 3 Platz oder 4, weil dahinter ja noch was kommt. So, und hier wird quasi der Kobel gebraten. Könnte man ja sagen, ne? Ich habe noch nicht genau verstanden, wie das funktioniert. Ah, jetzt glaube ich, habe ich es. Okay. Dann ist... Nee, ich habe es nicht. Oder doch? Vielleicht habe ich es. Okay. Hier oben kommt der Cobblestone rein. Und da kommt nichts. So, und von unten haben wir jetzt diverse, da ist der Hover-Mode wahrscheinlich besser geeignet, diverse Anschlüsse. Zum Beispiel hier kommt der Cleanstone raus. Und hier, ah, okay, ich habe es richtig gedreht, ist der Stromanschluss. So, der Cleanstone ist Extract Light Gray, Always Active. Extract Light Gray, Always Active. Bei Light Gray finde ich es für Cleanstone ganz gut. Weil dann können wir für den normalen Cobblestone sagen Insert Gray und Insert Gray. So, dann brauchen wir... Wir schließen direkt an. Wir könnten auch an den Controller das verdeckt anschließen. Ich glaube, das machen wir auch. Es ging jetzt zwar schneller so, aber es ist schöner, wenn wir das ein bisschen verdeckter anschließen. 1, 2, 1, 2 und dann da. Und der verwaltet halt alles. Wobei... Nee. Da möchte ich dann ein ME-Interface anschließen. Wir machen es doch hier. Wir machen es hier. Das ist auch sinnvoller so. So. Gut. Ich meine, es sieht nicht ganz fürchterlich aus. Und wir können das alles noch mit Fassaden vergleichen. So. Das ist jetzt Extract Gray. Always Active. Und das ist Insert. Oder erstmal auf Light Gray stellen. Und dann auf Insert. So. Dann kommt hier der Cobblestone rein. Extract Round Robin. Damit die schön gleichmäßig alles kriegen. Ja, wir brauchen eigentlich erstmal auch keine Schalter zum Abschalten hier. Und dann kommt von unten der Strom. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das mit dem Strom lösen. Ich würde jetzt einfach mal hier so eine Stromleitung legen. Und die dann vorne irgendwo... Na komm. An unser restliches System anschließen. Inwiefern das jetzt... klappt, weiß ich noch nicht. Aber mal gucken. So. Ja. Irgendwo hier dann so rüber. Und dann hier so.
Und da so. So, und hier haben wir doch sicher irgendwo Strom. Ja, denke ich schon. Also könnte ich theoretisch doch hier ein Loch reinmachen. Ah. Daran können wir uns anschließen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt, wo wir fliegen können, ist diese unterirdische Verkabelung hier kein Thema mehr. Und das ist wunderbar. So, das schmilzt jetzt hier schön. Perfekt, da kommt Cleanstone rein. Passt, speichern, fertig. So. Mal ganz kurz. Wir müssen mal kurz wieder ausmachen. Eine Runde schlafen. Damit sie nicht so dunkel... Ein Glück, dass hier geclaimed ist. Oh Mann. Ja, durch meine Umbauarbeiten habe ich jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen Spawnplatz erschaffen. Wie auch da hinten, offenbar. Hä? Hä, wieso ist da nicht ausgeleuchtet? Und warum spawnt da so viel? Da ist auch früher auch nichts gespawnt. Ich bin verwirrt. Okay. Gut. Wir tun einfach so, als wäre hier nichts. So, dann brauchen wir einen Rock Crusher und einen Rock Cleaner, die dann auch natürlich beide von unten Strom bekommen. Enderman, geh einfach weg. Ich will dich nicht haben. Brauch dich nicht. Ist er hier irgendwo? Wir können uns auch prügeln, ne? Aber muss ja nicht sein. So, also Crusher und Cleaner haben genug Strom. Das sieht gut aus. Dann kommt hier ein Anschluss hin. Der sagt, pass auf. Wir bleiben mal bei den Farben, damit wir hier auch mitarbeiten können. Light Gray, Always Active. Und dann macht er genau das, was ich nicht möchte. Richtig. So, der hier ist voll. Da können wir immer noch Upgrades reinmachen, aber erstmal ist das ja nicht ganz so relevant. Wir brauchen hier Filter. Moment, wir haben noch so einen Billo-Filter, ne? Wir haben noch so einen Billo-Filter, den ich aus Versehen gecraftet habe. Hehe. Aus Versehen gecraftet. Das war natürlich Absicht, weil ja, das natürlich klar war und so, ne? Hm. So. Dann kommt hier ein Extraction-Filter rein. Dann bräuchte ich einen Cleanstone-Bill. Filter konfigurieren, Cleanstone, Whitelist, Extract Always Active. Das geht dann hier rein und hier kommen dann Dinge raus. Wie das hier. Und diese Dinge sollten dann, dann nehmen wir mal Cyan für. Wo ist Cyan? Ich bin blind, oder? Wo ist Cyan? Da ist Cyan. Oh, ich bin nicht nur blind, ich bin dumm. Ich muss Cyan hier einstellen. Insert, Extract, Always Active. Und dann geht das hier in die Waschmaschine. Die hat noch kein Wasser, okay. Und dann geht das hier raus. Und ja, dann machen wir das so und so. Dann geht das hier runter. So, und dann geht es hier unten lang und dann geht es hier hoch und an den Drawer-Controller dran. Und zwar mit Insert und zwar, was nehmen wir denn hier? Lime würde ich sagen, grün für fertig. Das ist doch schön. Und hier dann auch Lime und Extract Always Active. So, jetzt braucht unser Freund hier noch Wasser. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist natürlich richtig.
Wir bauen ihm mal eine eigene Sink einfach hin. So. Sink. Ah, wir haben sogar noch eine übrig. Sehr gut. Und Fluid Conduits. Was ist eigentlich hier mit Pressurized oder mit Ender Fluid Conduits? Ah ja, okay. Dafür fehlt uns noch ein bisschen was. Gut. Aber das müsste eigentlich reichen für die Anlage. Au, au, au. Und die Anzahl der Drawer hier müsste eigentlich auch reichen für die Anlage. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich denke mal. So, wir brauchen definitiv noch einen Painter, der das Ganze hier dann hübsch macht. Weil momentan sieht das wirklich aus wie was ganz Fürchterliches. So. Dann Extract Always Active. Dann geht das hier rein. Der macht das sauber und das geht dann hier rein. Perfekt. Und ihr habt euch eure Plätze schon reserviert. Die dürfen sich die Plätze jetzt frei aussuchen. Weil ist ja egal. So, da haben wir ein bisschen Lapis. Da ist noch ein bisschen Lapis. Das Gefühl ist ein bisschen langsam, ne? Ja, wobei hier ist. Ah, okay. Die Stäube würde ich aber dann doch lieber hier separat machen. Weil die interessieren mich nicht ganz so krass. Ja, das ist das, was hier aus dem Dust rauskommt. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Nee, wir müssen das anders machen. Das können wir uns gerade nicht erlauben, glaube ich. Ansonsten können wir später nochmal umbauen. Wir brauchen noch eine. Erstmal. Noch eine Trashcan. So. Und. Ein Item-Kon. Nee, einen Filter. Einen billigen Filter. Okay. Das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Und diesen Burger. So. Jetzt gehen wir hin und stellen die Trashcan dahin. Mit Prio minus 1. Nee, mit Prio plus 1. Und Crushed Stone. Und zwar auch auf Cyan. Und das bedeutet, dass der Crushed Stone jetzt automatisch immer weggeworfen wird. Weil mir der echt. Genau, der müllt uns hier alles zu. Das will ich nicht. Auch wenn wir hier ein bisschen Uran rausbekommen, ist mir egal. Ja, okay, das können wir jetzt behalten fürs System, aber ich denke, ihr versteht, was das Problem ist. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier alles voll kriegen. Appetit. Hier ist schon Amber. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Aquamarin. Okay, wir könnten höchstens schauen, dass wir die Edelsteine vielleicht alle hier nebeneinander in der Reihe kriegen. Einfach nur, weil es hübscher ist. Könnte man machen. Und dann kommen noch Emeralds und Diamonds und so Kram raus. Also kommt schon ein bisschen was rum. Und im Prinzip läuft diese Anlage jetzt halt so unendlich weiter. Und das nächste Mal, wenn wir hier im Stream auf den Server gehen, sollte eine ganze Menge Zeug da sein. Was ist das? Peridot, okay. Es geht schon hier rein, ne? Ja, okay. Weil das hier ist ja nur für. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich alles wegwerfe, aber sieht nicht danach aus. Okay, super. Dann würde ich sagen, war es das soweit für diese Folge? Also, das ist mal technischer Fortschritt heute. Das, ne? Ist nicht schlecht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.